Burnout ist ja in den letzten Jahren so richtig zum Modewort geworden. Viel Unverstandenes ist dahinter, hinter dem Burnout. Und man muss ganz ehrlich gestehen, man muss möglicherweise Burnout einmal selbst erleben haben, um es zu verstehen. Ja? Als Nicht-Betroffener schaselt man sozusagen auf Wienerisch Burnout leicht ab, wie die Leute wollen nicht und sind demotiviert und können nicht. Und selbst in der Medizin ist ja Burnout nicht unbedingt eine Diagnose, sondern da versteckt sich dann dahinter das Wort wie latente, sprich versteckte Depression und so weiter. Aber eines ist ganz klar, Burnout ist ein chronischer Erschöpfungszustand einer Person und man erkennt diesen Zustand, dass diese Person für ganz normale Alltagshandlungen nicht mehr in der Lage dazu ist, sich aufzuraffen. Und das ist eigentlich der Endzustand und wie viele Stufen es dazwischen gibt. Ich meine, es gibt die berühmte Burnout-Spirale, 12 Stufen und je nachdem, wer was geschrieben hat, gibt es verschiedene. Es ist eigentlich wurscht, wie viele Stufen es dorthin gibt. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Und das Wesentliche am Anfang ist, dass besonders Personen, die sehr leidenschaftlich, empathisch, viel, viel Energie für ein Thema eingesetzt haben und für etwas, wie du so schön hast, gebrannt haben, für ein Thema, in eine Art Burnout-Schiene kommen, ja, wenn sie gewisse Dinge nicht beachten. Wenn sie gewisse Dinge nicht beachten, landen sie eben bei der chronischen Erschöpfung, wo dann mehr oder weniger überhaupt alle Energie aufgebracht worden ist, daher auch das Wort ausgebrannt sein. Und eines der Dinge, die sie da sozusagen missachten, sind die eigenen Grenzen. Personen, die Burnout gefährdet sind, übersteigen regelmäßige Grenzen. Die Zielerreichung und die Energiebereitschaft, die Verausgabungsbereitschaft sind in keinem richtigen Maß. Das heißt, die Leute verausgaben sich permanent, sie achten nicht auf Regeneration, auf Entspannung und sind mehr oder weniger, sagen wir es einmal, möglicherweise im Job mit 100% unterwegs. Sie kommen dann nach Hause, da sind sie mit 120% unterwegs, ja, und dann gehen sie schlafen und in den Träumen während der Nacht sind sie mit 160% unterwegs. Und das, ja, das ist Raubbau am Körper. Was passiert bei Burnout? Ich muss ja sagen, ich bin selbst ein Betroffener. Ich habe ja selbst Raubbau an meinen Körper getan und habe es nicht gewusst. Ja. Und irgendwann einmal ist dann der Punkt, wo man wirklich nicht mehr kann und alles zusammenbricht. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sehr aktiv ist. Einerseits bei der Firma Schindler, lange Jahre, fast über 23 Jahre dort international tätig gewesen. Nebenbei Skilehrer, Snowboardlehrer, Mountainbike-Guide, Bergrettung, dann während der Schulzeit meines Sohnes noch im Elternverein und Hausvertrauensmann, also alle ein Hans Dampf in allen Gassen. Und ja, wenn der Tag 24 Stunden gehabt hat, war für mich ein Tag dann erfüllend, wenn ich 18 Stunden davon aktiv etwas gemacht habe, weil sich zurückzulehnen war fast schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und daran hat es eigentlich gescheitert. Ja. Ich habe immer geglaubt, dass ich sehr viel für mich getan habe. Faktum habe ich aber nie entspannt, sondern umgespannt. Man muss sich das vorstellen wie, nehmen wir es einmal her, auf einem Bauernhof, wenn der Farmer sozusagen oder der Bauer vor 100 Jahren sein Pferd vor dem Pflug gehabt hat, dann hat er den Acker gepflügt, das ist sogar mal das Berufliche. Und dann ist er mit dem Pferd noch, hat das ausgespannt, aber in den nächsten Wagen eingespannt und ist mit dem dort weitergefahren. Das war ein Umspannen. Und dieses Umspannen betreiben heute sehr viele. Und es sind viel mehr davon betroffen, in die Burnout-Schiene zu kommen, als sie glauben. Indem sie eben diesen Leistungsdruck von Beruflichen auch ins Private mitnehmen. Und Leistungsdruck im Privaten fängt auch an, indem ich gar nicht mehr entspannend laufen zum Beispiel gehen kann, sondern das übertreibe. Ja, und sage, ich muss jetzt eine Kilometerzeit von denen laufen. Ja. Ja, ist gut und schön, aber ich muss auch auf meinen Körper achten. Medizinisch kann man das Burnout auch ein bisschen noch ansehen. Sehr viele haben schon gehört von den Synapsen. Wir haben Milliarden von Synapsen oben bei uns im Kopf. Und da laufen viele Botenstoffe ab.
Ja? Und es ist so, dass die Zellen miteinander über Schnittstellen sozusagen kommunizieren. Und diese Schnittstellen haben alle einen Spalt, das ist der Synapsenspalt. Und wenn man sich das so vorstellt, diesen Spalt, läuft eine Neurotransmitterflüssigkeit. Die Neurotransmitter werden bei einem Burnout, das ist das Serotonin, sehr stark einfach involviert, ja, werden dort weggesogen und dann kommunizieren gewisse Zellen nicht mehr. Also mehr oder weniger, das ist jetzt kein Burnout, aber so ein ähnliches Phänomen hat man bei Prüfungsangst. Also wenn man weiß, man ist gut vorbereitet, man hat gut gelernt und plötzlich stellt einem der Lehrer eine Frage und man weiß, genau auf dieser Seite in dem Buch, dort ist es gestanden und man kann nicht mehr zugreifen. Das ist dann ein Fall, wo diese Neurotransmitterflüssigkeit abgezogen worden ist vom Körper und man nicht mehr auf diese Gehirnzellen zugreifen kann. Und Burnout ist, ich nenne es einmal so, wenn es finster wird im Kopf. Ja, das heißt, ganze Gehirnbereiche werden weggeschalten und es bleibt nur mal Flucht, Angriff, Stammhirn, Reptilienhirn über. Ja. Und ja, Urinstinkt. Und deswegen für mich die erschreckende Tatsache, es laufen ja angeblich 30-35% der Bevölkerung herum und nehmen Stimmungsaufheller. Und Stimmungsaufheller, Ciraplex und solche Sachen, ja, sind nichts anderes als wie Serotoninaufnahmeblocker. Die verhindern sozusagen, dass in diesen Neurotransmitter vielleicht dieses Serotonin abgezogen werden kann. Ja? Das heißt, Menschen sind eigentlich schon in einem Zustand und medizinisch unterdrücken sie aber noch den Zustand. Ja? Was aber schlimm ist, weil sobald sie von den Medikamenten weggehen, geht es dann wirklich dahin. Also meiner Meinung nach ist da nicht die Medikation sozusagen die Lösung des Problems, sondern man sollte das Problem mal angehen und sagen, was überfordert mich so? Und je nach dem Zustand gibt es da professionelle Hilfe. Was sind meine Ziele, nicht nur beruflich, sondern privat? Was bedeutet für mich Erfolg? Das dicke, fette Auto, das dicke Bankkonto oder was ist eigentlich Lebenszufriedenheit? Ja? Motive, alles, ja? Ganze Lebenssituation. Und eine Knackfrage, die man jemandem stellen kann, ist immer, was wünschst du dir privat? Manche Leute haben auf diese Frage gar keine Antwort mehr.